stellt euch vor, ich denke so, Refugees welcome, will ihm so ein High Five geben und er läuft mir direkt in das High Five hinein. Und seine nordafrikanischen Blasknochen zerspringen wie ein Porzellanteller. Oh, was hat die dann? Das reicht schon. Wo ist es denn? Ach ja. Es hat begonnen. Ja, ich grüße euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Es geht heute um deutsche Frauen. Ja, ich bin jetzt 38 Jahre, langjährige Beziehungen gehabt. Die letzte war so 10 Jahre. Und verheiratet war ich auch. Was? Und, krass. Ja, meine ganzen Frauen, Freundinnen, die waren alle deutsche Frauen. Und jetzt kann ich die Erfahrung, was ich da habe, die waren alle deutsche Frauen. Und jetzt kann ich die Erfahrung, was ich da habe, also quasi einfach euch mal so mitteilen, wie ich das so erlebt habe. Ja, und zwar, jetzt kann ich nicht anfangen sollen. Also ich habe Frauen so erlebt, also ich bin. Als ich jung war, bin ich eigentlich sehr mit diesem Ideal von den Frauen, wie man sich das so vorstellt, ja, also die Frauen, und dass man die auf so ein Podest hebt, und Mensch, Frauen, das ist ja was Wundervolles, was Tolles und, ja, und etwas Vergötternswertes und einfach die bessere Menschen, so ungefähr. Ja, so habe ich mir das in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich mir das so sehr gedacht. Gut zu wissen. Ja, und dementsprechend Frauen auch. Lange Zeit auch so angesehen. Das kann ich nicht anders sagen. Schon klar. Du bist versucht, das recht zu machen, ja, so wie sie, ne, dass sie glücklich und zufrieden sind. Verstehen musst du sie. Hm. War schön angepasst. Und nicht anpassen. Eigentlich alles das gemacht, was man von einem Mann verlangt. So, ja. Verstehen. Und erfahrungsgemäß bin ich quasi nur verarscht worden. Ja. Die deutschen Frauen haben mich nur verarscht. Ja. Verstehe. Und jetzt bin ich mittlerweile für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass die deutschen Frauen eine absolute Katastrophe sind. Ja. Das ist meine Erkenntnis. Ja. Das ist mein Erleben, so habe ich das erlebt. Ja. Über viele Beziehungen, über einige Jahrzehnte jetzt. Ja. Und ich habe gedacht, ich nutze dieses Video einfach mal, um meine Erkenntnisse, die ich für mich gewonnen habe aus den Frauen, einfach mal so publik zu machen. Ja. Ich bin mir sicher, ich werde da jetzt sicherlich auch nicht so viele Freunde mitmachen. Weil wenn man das wirklich so anspricht, macht man sich sicherlich nicht gerade beliebt. Aber wisst ihr was, Leute? Ach, wisst ihr was, Leute? Ach, wisst ihr was, Marco? Erzähl mir doch lieber, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Das wäre dann total schön. Fang doch an, da mal in Gedanken deine Traumfrau zu bauen. Meinst du nicht, dass da irgendwo da draußen so eine kleine, ungeschriebene, graue Maus da rumläuft und nichts mit sich anzufangen weiß, weil du, ja, du, ihr Liebster, der du sie noch nicht kennst und umgedreht, weil du dich immer nur noch auf das Negative beziehen magst, dich immer noch in dem Alten rumwühlen und diese schlechten Erfahrungen, da, ich muss sagen, das ist auf deinem Mist gewachsen, ja. Ohne Scheiß, alles auf deinem Mist gewachsen. Die Erkenntnis hatte ich nämlich so. Ja. Und eine weitere Erkenntnis, die steht dir noch bevor, lieber Marco. Ja, hier, so ein schönes Herz ist doch schon da zu sehen. Da ist doch schon das Herz, das trägst du doch schon, dein Gesicht ist doch schon ein Herz. Ja, und so schön, dass du lächelst, da kann ich dir nämlich das zurückspiegeln, so ein Lächeln. Ich suche ja immer schon in diesem Schwarz-Weiß-Konsortium hier. Meistens mit Bernd dabei, weißt du, weil zu zweit erträgt sich das leichter, dein Gejammer.
Ich möchte sagen, das ist schon mal so ein Marco, so ein, ja, so ein Bärtigen, so mit langen Loten und Bart. Hatte der Bart? Auf jeden Fall Marco. Marco Elbe Elster, EE Kennzeichen. Na? Der hat mir Resident Evil 1, 2 und 3 geschenkt. So war der für mich in mich verliebt, der junge Mann. Ja? Einfach so. So im Nachhinein, nachdem ich schon gar keinen Kontakt mehr zu ihm hatte, so kam dann noch hier, guck mal, hab ich für dich besorgt. Einfach so ein Geschenk habe ich von keinem Typen bekommen. So, weißt du, so einfach nur so. Und der liebe Marco aus Elbe-Elster, der hat mal einen schönen Spaziergang gemacht, wir haben einen schönen Tag miteinander verbracht. Wir waren gleich bei ihm zu Hause und seine Eltern hingeladen, so was, uiuiui. Da war ich ein bisschen, nun ja, wie das Mädchen gestern aus dem Film, Väter und Töchter. Und der hatte übelst krasse Terrarien in seinem Zimmer, ja? Das Zimmer bestand im Prinzip nur aus einer Wand, nur voll mit Terrarien, mit Spinnen drin und mit Schaben und so aller gruseliges Krabbelgetier. War ich total fasziniert von. Spannend. Ganz lieber. Der hatte dann ein Jahr später, 2 Jahre später, hatte der eine Freundin gefunden und war nur happy. Ja, damals noch bei StudiVZ, war nur happy. Happy, happy, happy und glücklich. Der kam sogar noch mal nach Halle mit seinem Auto. Er hatte sich so ein Niedrigverbrauch gekauft, so ein rotes neues. So ein 4,5 Liter Auto. Ich weiß nicht mehr, was das war. Marco. Ja. Genau. Auch so die Mettlersparte wie du. Genau. Wir wollen. Ich hatte noch nicht fertig gesagt. Die Traumfrau, die da draußen rumirrte, wie ich das machte, damals, bevor mein Liebster mich eingefangen hatte. Der hat sich mich nämlich auch vorgestellt so, und gebastelt in seinem Kopf, wie ich dann irgendwann in Erscheinung trete. Ich erinnere mich noch, dass das Stofftaschentuch, das war wichtig. Und das weiß ich nicht mehr. Ja. Also lieber Marco, was auch immer jetzt noch kommen mag, ich schicke das dann raus und mache jetzt mit dem, was ich sagte, einfach so weiter beim Gucken bei dir und mal sehen. Fangen sie an, dir zu basteln. Oder vielleicht ist es ja so, um nochmal die Frau Hanna Barbara, Hanna, wie hieß denn die noch mit vollem Namen? Hanna Barbara. Ich will dich jetzt ungern beiseite rücken. Guck mal. Mal, wie wir das jetzt hinbekommen. Wie einfach das gleich geht. Ja? Ja, da sieht. Also. Hanna Barbara. Ja, gucke, da ist sie. Hanna Barbara, Vorname. Gerhard Falkowitz, der Falke. Lockender Unterschied im Spannungsfeld von Mann und Frau. Und da ist ein Zitat von ihr, ja. Ja. Erst am Weib wird der Junge zum Mann. Und erst am Mann wird das Weib zur Frau und zur Mutter und umgedreht zum Vater. Wisst schon. Und du scheinst offensichtlich noch kein Vater zu sein. Ich finde, das ist immer wieder wichtig, das zu wissen. Es sind ganz andere Voraussetzungen, mit denen die Menschen handeln. Oder? Also, vielleicht ist es ja so, dass das Mädchen deiner Träume, ja, den Jungen ihrer Träume in Form von Marco handelt. Drittkanal. Oder Marco träumt, Viertkanal. Genau, Marco träumt sich seinen Traumfrau-Kanal.
Mensch, Marco, ich brauch dich. Du bist doch mein Bruder. Die ganzen frustrierten Typen, ja, die es alle eigentlich gut meinen. So wie der Christian Nikitin oder der Wolfgang Rettich oder der Markus sagt oder der. Nee, den anderen kenne ich ja noch nicht. Der zeigt ja sein Gesicht nicht, der Machiavelli. Die haben alle noch nicht ihre Traumfrau entdeckt. Ja? Das ist ja auch ein Grund, warum die sich hier auf Erden begeben haben, um dann irgendwann mal ihrer Traumfrau zu begegnen. Und wer eine Traumfrau hat, der hat sie sich ja vorher erträumt. Und wer da fest daran glaubt, dass es so ist, so wie du. Ja, damals noch zu den jungen Jahren. Dann hat dir dein Papi bestimmt gezeigt, dass er deine Mami total lieb hat, oder? Ja? Beziehungsweise umgedreht. Das muss doch dann so gewesen sein. Du sprichst ja auch gerne von der Familie und von den Freunden, ja? Und das ist ja viel Wichtigeres als Geld. Das sagst du ja auch. Zumindest habe ich das so verstanden für mich. Ich habe das so übersetzt. Ich kann das ja nicht korrekt zitieren. Das ist ja auch nicht so wichtig. Du kannst mir ja nicht sagen, dass es nicht so ist, oder? Ja, ach, ich mach mal weiter. Einfach so. Sie guckt mit her. Vielleicht finde ich die Stelle ja. Vielleicht habe ich die sogar schon mal markiert. Ah nee, warte, da muss ich erst da drauf gehen. Schau mal. Ach, ab nächstem, wo sind die Kommentare geblieben? Kommen die dann unten drunter? Die Kommentare sind weg. Ich kann nicht mehr kommentieren. Gott sei Dank. Also, gehen wir suchen, ja? Wie sonst? Zeichen. König Lear bei Shakespeare sagt, ja und nein zusammen ist eine schlechte Theologie. Wir formulieren einmal, ja und nein zusammen ist eine gute Anthropologie. Wir müssen ja und nein zu uns sagen, das macht es schwieriger. Wisst ihr, es ist ja einfach über Sexualität zu reden, indem ich sie entgifte, indem ich sage, ja, das ist alles prima, ja, also. Viel zu lange haben wir da drauf rumgehackt und Verbotszäune gezogen und Tafeln aufgehängt, was man alles nicht darf. Und das lassen wir alles mal weg, dann ist es wunderbar. Ja, auch das wäre schön, aber es ist nicht so. Ja, aber es ist in sich selbst zwiespältig, ja und nein. Und zwar deswegen, sagen wir es mal so, wir sind nicht als Autisten geschaffen, ne? Also mein Zentrum liegt gar nicht in mir. Das ist eine falsche Vorstellung. Wir sind als Liebende geschaffen. Meine Mitte liegt eigentlich in einem anderen Du. Schön in die Augen eines anderen zu sehen, Das meine ich. der mich meint. Aber wenn da die Augen niedergeschlagen werden, wenn hier kein Echo Wenn die Menschen ihr Gesicht nicht zeigen und nicht in die Kamera sprechen. kommt, wenn ich tatsächlich nur Unterleib zu Unterleib bin, dann prallt das auf mich zurück, und zwar als Verwundung. Aber wenn man sich spiegelt im anderen, dann gelingt es, dann gelingt es. Wenn diese Mitte im anderen gefunden wird und er findet seine Mitte in mir. Ich muss einmal Goethe zitieren, nur einmal, aber das ist grandios. Der Satz ist grammatisch falsch, aber richtig schön. Du bist mein und nun ist das meine meiner als jemals. Kann man mein steigern? Ja, man kann. Nun ist das meine meiner. Tokotronik können das auch. Als jemals. Warum? Nicht ich habe mich mir gegeben, du hast mich mir gegeben. Martin Buber sagt das nochmal, das ist ein ganz knapper Satz. Sie sollten eigentlich alles mitschreiben. Am Nein. Du gewinnt sich das Ich. Ich bin nicht meine Seligkeit. Das hat noch nie gestimmt. Du. Und wenn das nicht gelingt, kommt es zu den Größendramatisierungen. Das sind die. Wir kennen zwei ganz große Wunden des Daseins. Das sind die Wunden zwischen Kind und Eltern. Da kommen tiefste Verletzungen, aber es sind auch die Wunden im sexuellen Bereich zwischen den Partnern. Auch da gibt es die tiefsten Verletzungen. Alles andere ist leichter zu bändigen. In diesem Sinne ist das Schwierige, wenn das nahe Du schuldhaft wird. Schuldhaft wird, wenn man von sich weggerissen wird, umgestülpt wie ein Handschuh. Wenn andere sich versündigt oder ich selbst umgekehrt, das ist schwer. Das sind tiefe Eindringen, ein tiefes Eindringen in eine
in ein Leben, das dem Tode näher kommt oder dem Tod nahe ist. Man muss eine solche Beziehung durchhalten, man muss sie auch reinigen, man muss immer wieder versuchen, sie auf die Beine zu stellen. In 1. Korinther 7 sagt Paulus etwas ganz Eigenartiges. Wenn man die Beziehung durchhält, wird man arm, gehorsam und fügsam. Erstaunlicherweise die evangelischen Räte, so weit sind wir gar nicht weg. Warum sind wir so weit nicht weg davon? Nochmal, weil wir einfach keine identischen Wesen sind. Wir sind beständig in einer Balance zwischen dem, was verrutscht, und verrutschen immer in das, im Sinne meiner Ich-Habe, ja? Wo das Leben als Habe für mich genommen wird und nicht als Gabe. Das ist die andere, das ist die leichte und freie Bewegung. Das Leben als Gabe eines anderen oder jetzt das Leben als Habe in mir bunkere, ja? Und den anderen so nahe heranlasse, wie ich ihn gerade brauche, aber dann wieder wegschicke. Nein, man wird arm, gehorsam und fügsam, wenn man mal diese Balance versucht, immer neu versucht, schmerzlich versucht, auch verwundet versucht, dass die exzentrische Gestalt unseres Daseins langsam einrückt. Und sie rückt eben nicht bei mir ein, sie rückt immer beim anderen ein, Gegenpol. Das gilt übrigens auch für den Nichtverheirateten, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Aber man muss das zeigen, sonst redet man immer am Thema vorbei. Wo ist der andere, der mich mir gibt? Kommt zum vierten und vorletzten Punkt. Die Sprache des Leibes, die nicht manipulierbare Andersheit. Es gibt im Arabischen ein Wort, das heißt Badal. Ich weiß nicht, ob ich es gut ausspreche. Badal. Badal heißt ein Kamel beladen. Und im übertragenen Sinne heißt es heiraten. Es gehört zum Ritus früher nomadischer Stämme, heute nicht mehr, aber nomadisch bedeutet also Wüstenritte und lange Wüstenwanderungen und Hab und Gut mitnehmen. Am Vorabend der Hochzeit müssen Braut und Bräutigam ein Kamel beladen, um der Sippe zu beweisen, dass sie es überhaupt können. Das heißt, die Frau nimmt bestimmte Geräte mit, der Mann etwas anderes. Sie belädt das Kamel, weiß nicht an welcher Stelle, also einer muss vorne, einer muss hinten beladen. Das Kamel muss auch noch aufstehen können, muss auch gut in der Balance sein. Dann muss natürlich die Möglichkeit sein, dass es 40 Tage einigermaßen durch die Wüste kommt, in der nächsten Oase ankommt. Das heißt Badal. Und wenn die beiden das nicht richtig machen, müssen sie noch eine Probe machen, müssen sie nochmal einen Versuch starten. Ein Kamel beladen. Das heißt noch einmal, ein kleiner Rückblick auf unsere bisherigen Punkte. Mann und Frau sind verschieden, tun Verschiedenes, haben aber gemeinsam eine Aufgabe. Und das schauen wir jetzt uns an einem Phänomen noch einmal an. Phänomen heißt etwas, was sich zeigt. Das muss ich nicht glauben, das muss ich auch nicht logisch erschließen, sondern ich muss es einfach erstmal sehen. Ein Phänomen ist das, was man sieht, und wir betrachten die Sprache des Leibes. Was ist der Leib? Dazu werden Sie heute noch mehr hören. Aber ich habe versprochen, etwas Positives zu sagen. Was ist Leib? Das Herausgehen aus sich ist deswegen so fordernd, verwundend, schwierig. Es trifft nicht nur auf eine andere Seele, es trifft auf einen anderen Leib, und das bedeutet eine unergründliche Andersheit. Jetzt bin ich sehr nah am eigentlichen Knackpunkt. Eine unergründliche Entzogenheit. Mann und Frau sind nicht einfach nur ähnlich. Wir sind ähnlich im Seelischen, wir sind ähnlich im Geistigen, es gibt keine weibliche Mathematik, da haben wir uns lang genug den Kopf zerbrochen. Auch Weltwahrnehmung ist ähnlich. Es gibt Differenzen, aber es ist sehr schwer festzustellen. Es ist wahrscheinlich ein zielendes Gebiet. Aber was wir ganz klar sehen, wir treffen auf einen anderen Leib, und der ist anders als meiner. Unergründlich, und zwar manifest. Also was im Seelischen und Geistigen sich nähert, natürlich, das Deutsche hat ja den unglaublich schönen Vorteil, das ist überhaupt eine philosophische Sprache, dass es nicht nur Mann und Frau kennt, es kennt auch den Begriff Mensch. Die romanischen Sprachen haben das nicht, das ist schon ein elementarer Nachteil, da ist der Mensch immer ein Mann. Im Deutschen haben wir den Menschen. Im Bayerischen haben wir das Mensch, das ist dann auch nicht so. Aber in diesem Menschsein, ja, das ist diese seelisch-geistige Qualität, wo wir auch in einer wunderbaren, also auch in dem Sinne auch Gleichklang, in derselben Richtung übrigens auch arbeiten können oder leben können.
Aber im Leiblichen bin ich erst einmal am Widerstand. Und Widerstand ist das, was lebendig ist. Widerstand ist das Erste, was wir treffen, wenn wir geboren sind. Am Widerstand werde ich. Ja? Also nicht am, sozusagen am immer gleichen Mitschwimmen, sondern Widerstand ist dasjenige, übrigens mit einem kleinen Blick auf unseren Vorplatz, auch draußen, was uns hilft, zur eigenen Identität zu kommen. Das ist gar nicht so schlecht. Ja? Also Widerstand ist dasjenige, was uns herausfordert und letzten Endes auch mich zwingt. Und insofern ist der Leib des anderen, wenn ich als Mann einer Frau, einem Mann begegne, bin ich an einem Widerstand. Ich bin an etwas, das kann ich einfach nur einholen. Und diese Differenz aushalten, sich in sie hineinbegeben und jetzt genau genommen sich in sie hinein verlieren, erfordert mehr Mut, als sich dem gleichen Geschlecht zu stellen. Ja, da hat sie recht. Da hat sie vollkommen recht. Ich glaube, dass es mutvoll ist, sich einem Leben anzuvertrauen, das ich nicht auf mich übersetze. Ich mache nochmal die, damit Sie es wirklich gut hören. Es ist klar, dass wir, was heißt klar, das kann man zeigen, muss es entfalten, dass wir im Menschlichen uns treffen. Ja, das ist selbstverständlich. Das ist auch eine Entdeckung, die nicht immer gilt. Aber dass wir im anderen Leib etwas haben, was uns nicht einfach zugänglich ist, also mich nicht spiegelt. Ich habe nicht nochmal mich selbst, Mutter. Sondern ich muss jemanden aushalten, nicht nur narzisstisch mir begegnen. Vater. Ich muss jemanden aushalten, der mir eigentlich ein Leben lang sogar in diesem Sinne des Widerstandes mitgegeben ist. Frau ist bleibendes Geheimnis für den Mann, darf ich das nochmal sagen? Et vice versa. Ich habe das schon gesagt, nur am Mann wird Frau zur Mutter. Wie sollte das anders werden? Das wollte ich wissen. Nur an der Frau wird der Mann zum Vater. Das heißt, das andere ist das, was befruchtet. Mhm. Nicht dasselbe. Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt des Lebens. Ich befruchte dich, Marco. Uns heraus, geistig. Übrigens auch widerständig bleibt. Wir kommen hier nicht zu einer grandiosen, fulminanten Harmonie am Ende. Das ist einfach unsinnig. Dazu brauchen wir noch ein weiteres Leben. Aber dass wir im Dasein hier miteinander uns wirklich treffen, auch im Sinne des Zusammenprallens, entzogen bleiben. Prollen. Das braucht, ein Optimum Virtutis. Ein Äußerstes an Kraft. Virtutis. Virtuos. Mache. Virtutis. Die Tugend. Mannhaftigkeit, Leistung, Tüchtigkeit, Tugend, Tapferkeit. Unterm Strich Mannhaftigkeit, Leistung. Weil wir müssen nichts leisten. Virtutis, was ist Femininum? Die Tugend, das ist Femininum. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist eine Us-Endung. Hallo? Us. Alles verdreht. Die Römer. Die spinnen, die Römer. Ein Scheiß spinnen die. Genau wie bei Frau Dare. Ja? Frau Dare. Tut das. Das am Ende ist vielleicht dann neutral oder so. Du. Frau Dare. Die Dare. Ja? Dare. Frau. Frau Dare. Ist eine Frau mit Nachnamen Dare, sagst du Frau Dare und dann sagst du zu der im Römischen betrügen. Meine Fresse, das arme Kind. Sieht nicht. Allein schon deshalb müssen wir diese Anrede Frau. Es gibt bestimmt im Telefonbuch Dare mit Nachnamen und wenn der das. Ne. Nicht mehr. Wir müssen jetzt wieder gerade drehen und müssen uns auf den Kopf stellen. Ja? Auch richtig körperlich. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Und was ich rein, das kann ich nicht. Aber ich jetzt hier, wir hatten ja gerade Virtus. Und dann. Geht das? Nee, das geht nicht. Nein, wurscht. Machen wir das mal weg. Und dann gehen wir ein
Und das andere ist mit Us, was aber auch weiblich sein sollte. Ist. Guck mal. Venus. Us. Liebe, Venus, Anmut. Und dann hier, ja, ich mach's nochmal groß, das ist wirklich alle sehen. Ich glaube ja keinen Müll. Venus. Wer findet die Venus? Verkauf! Pferdewelt. Vielleicht müssen die Usse den Venen alles abkaufen. Einfach nur alles abkaufen. Vielleicht verkaufe ich ja doch was. Kaufen und raufen und saufen und staufen. Auf und V. Bäh. Frau, Frau, Froh. Na? Nee. Wie habe ich denn das gerade gemacht? So habe ich das gemacht. Das ist ein Kraft. Es gibt andere geschlechtliche Vollzüge, klar. Ist nicht moralisch zu sehen, aber sie sind unterkomplex. Sie bleiben unterkomplex, solange sie nicht sich dieser Andersheit wirklich aussetzen. Wir können alles machen, versteht ihr? Wir können alles vollziehen, wir können auch sexuell alles vollziehen. Die Frage ist aber, ob ich auf den, sozusagen, ob ich in die große Bestimmung oder ob ich in die große Komplexität des Vorgangs eingehe, ob ich in der Unterbestimmung bleibe, irgendwas mache. Ja, auch okay. Das untersteht nicht meinem Urteil, aber wo gipfelt sich diese elementare Spannung auf, wenn nicht eben in dem Widerstand eines anderen? Das heißt, in allen Kulturen ist das Geschlecht so einzigartig, dass es nicht auf Dauer unterlaufen werden kann. Ich kann Alter und Ethnie auch als Differenzen angeben zwischen Menschen, natürlich. Ich kann auch sozialen Status angeben, aber alle diese Dinge sind variabel. Die kann man auch einigermaßen glätten, wenn es notwendig wäre. Alter nicht, Alter kann man auch nicht glätten. Aber das Geschlecht kann man nicht glätten. Da ist etwas drin. Kulturell. Das Schloss-Schlüsselmodell in der Natur ist nicht zu unterlaufen. Zwei Schlüssel schließen nichts auf und zwei Schlösser öffnen sich auch nicht gegenseitig. Ja. Der Einwand, den ich kenne, heißt dann, das ist Biologismus. Ja. Natürlich ist es Biologie. Aber es ist nicht simple Biologie. Biologie ist nur das Trägerelement für das, was ich sage. Biologie ist immer auch etwas, was sich symbolisch und sprachlich dann deuten muss. Auch das ist klar. Ne? Auch wenn ich Judith Butler lese, arbeitet sie ja immer damit, dass Biologie auch Kultur sei. Also die blanke Biologie haben wir nicht, sondern wir müssen ja immer darüber sprechen. Also ist das immer schon auch nur Deutung und Kultur. Biologie ist eben auch schon nur Interpretation. Um zu sprechen, muss ich über etwas sprechen. Ich muss immer über etwa eine Trägerschaft sprechen, über die ich dann etwas interpretativ setze, nicht wahr? Also es gibt diese Basis unseres Daseins, das ist übrigens jetzt auch nur schnell gesagt, aber das ist etwas, was man, glaube ich, philosophisch wirklich gut zeigen kann. Wir sind nicht einfach Biologie, wir sind nicht gusseisern ich selbst, das ist ja auch Unsinn. Insofern muss man das auch mal betonen. Ja? Ich komme nicht gestanzt auf die Welt und bin unbeweglich innerhalb meines Frauseins. Unsinn. Aber wir sind auch kein Luftballon, der sich selber aufbläst. Ganz und gar nicht. Ich bin eine Mischung von etwas, was Biologie ist, Trägerschaft meines Daseins, mein Leib, den habe ich nicht gemacht, den habe ich zunächst mal. Und diesen Leib werde ich in der Tat deuten, beschriften. Aber ich werde ihn nicht gegen ihn selbst beschriften. Warum? Warum sollte ich das? Die Leib. Bestimmtheit des Daseins. Erst am anderen Geschlecht ist eine von mir nicht zu vereinnahmende, nicht mich selbst zurückspielende Andersheit wahrzunehmen.
Johannes Paul II., ich kenne Ihre Konfession nicht, macht aber nichts, der Mann ist gut. Johannes Paul II. Hat hier eine ganz große Theologie entwickelt, nämlich die Sprache des Leibes. Am Ende einer 2000-jährigen Geschichte, an der man der Kirche unterstellt hat, sie verstünde nichts vom Leib. Es mag in schwachen Zeiten so gewesen sein, sollte man auch nicht vertuschen. Aber wir leben in starken Zeiten und heute ist die Kirche die Verteidigerin des Leibes. Die Verteidigerin des Leibes. Fein gemacht. Warum ist sie das? Finale? Ja, dringend. Derby! Gott ist der andere, Gott ist der Fruchtbare, Gott ist der Lockende. Ich muss jetzt schnell machen. Wir haben im Gottesbild etwas, was wir natürlich auch immer verdeckt mitlaufen lassen. Deswegen ist es gut, es einmal freizulegen. Ich muss das jetzt etwas schneller machen. Platon hat einmal vom Kugelmenschen gesprochen, ne? Dieser grandiose, kraftvolle Ball, der so stark war, dass er also durch die Welt Kobolds ist, vier Beine, vier Arme hatte und Zeus gefährlich wurde, weil er so wahnsinnig nah an der Gottheit schon war. Und Zeus nahm dann einen Faden und trennte ihn in zwei, wie ein weiches Ei, heißt es bei Platon, und klapp, klapp, auf jeder Seite ein halber. Und deswegen ist der Drang zueinander so stark. Aber bei den Griechen ist die Hälfte das Unglück. Die Halbierung ist Unglück. Der Gott Israels ist anders. Der Gott Israels schafft nicht eine Kugel, die dann leider auseinanderklappt. Er schafft von Anfang an zwei, das ist großartig. Was für die Griechen ein Unglück ist, ist für die Juden ein Glück. Immer schon gibt es zwei, immer schon gibt es viele. Das ist nicht verfehlt, sondern es ist großartig. Er, ihr gegenüber und so. Zwei Menschen spiegeln den einen wieder. Das ist doch das Tolle. Ja, was ist der eine? Gott ist der andere, Gott ist der Fruchtbare, Gott ist der Lockende. Ich muss jetzt schnell machen. Gott ist ein Stier. Wir haben im Gottesbild etwas, was wir natürlich auch immer verdeckt mitlaufen lassen. Deswegen ist es gut, es einmal freizulegen. Ich muss das jetzt etwas schneller machen. Platon hat einmal vom Kugelmenschen gesprochen, ne? Dieser grandiose... Ja, Hanna Barbara, damals mochte ich das schon, wenn das auf Sat.1 lief. Hanna Barbara. Kraftvolle Ball, der so stark war, dass er also durch die Welt Kobolds ist, vier Beine, vier Arme hatte und Zeus gefährlich wurde, weil er so wahnsinnig nah an der Gottheit schon war. Eine Spinne wurde. Zeus nahm dann einen Faden und trennte ihn in zwei, wie ein weiches Ei, heißt es bei Platon. Und klapp, klapp, auf jeder Seite ein halber. Und deswegen ist der Drang zueinander so stark. Aber bei den Griechen ist die Hälfte das Unglück. Die Halbierung ist Unglück. Der Gott Israels ist anders. Der Gott Israels schafft nicht eine Kugel, die dann leider auseinanderklappt. Er schafft von Anfang an zwei, das ist großartig. Was für die Griechen ein Unglück ist, ist für die Juden ein Glück. Ah, ich bin auf die 12. Immer schon gibt es zwei, immer schon gibt es viele. Das ist nicht verfehlt, sondern es ist großartig. Er, ihr gegenüber und so. Zwei Menschen. Spiegeln den einen wieder. Das ist doch das Tolle. Ja, was ist der eine? Das Schöpfungsgericht gibt eine Ahnung von der Liebesgemeinschaft in Gott selbst. Eine Ahnung von der Liebesgemeinschaft in Gott selbst. Gott hat weibliche Züge, das kann man natürlich auch falsch hören, ja, kann alles falsch hören. Doch männliche Züge, auch das kann man falsch hören, ja. Versuchen wir es doch mal richtig zu hören. Das heißt, dass in dieser Konzeption, Israel ist ja ein Quantensprung innerhalb der Religionen, ist ein Quantensprung. Das ist keine Glaubensaussage, das kann man sehen. Wenn man die phönizische Welt vergleicht, die ägyptische und die israelische, dann sieht man, was Israel macht. Es dreht sich raus, es springt. Das können wir Offenbarung nennen, wir können es aber auch einfach mal... Wenn da habe ich, hat hier Paul Ferreira hat das erzählt, Peter Ferreira. Wenn du da zum Arzt gehst, ja, du bekommst als erstes mal 2 Liter Wasser getrunken, eine halbe Stunde. Und wenn du das Babychen dann immer noch hast, ja, dann darfst du zum Arzt vorgehen. So schlau sind die. Wasser. Schnödes, gutes Lebenselixier. Mit offenen Augen sehen. Was tut es? Gott selbst ist nicht einfach stumpfe Einheit. Gott selbst ist Gespräch. Ja, ne? In die Genesis 1,1. Gott ist in sich selbst Gemeinschaft. Er spricht zu sich. Der Geist, der die verbindet, das ja, eigentlich geheim. Ja, das passiert mir ständig. Die Leute denken, ich habe einen Knall. Das ist aber mich alleine bin und ich selber spreche.
ist doch völlig legitim. Ich mag sie sehr. Sie hat nicht nur eine hübsche Frisur, ja, sondern sie trägt auch eine irre schicke Klamotte. Ich habe ein Crew-T-Shirt an und trage den Pulli von einem meiner Brüder. Von dem Herrn Albrecht, vom Kardinal. Ja. Ist das schöpferische Füreinander, Ineinander des göttlichen Lebens. Gott ist die Urzelle der König, Kardinal. Lebendigkeit. Und deswegen ist er nicht ein Monolith, ein toter Stein, der halt mit sich eins ist. Unsinnig. Deswegen sind Mann und Frau anschauliche Wahrheit, dass Gott in sich selbst Gespräch, Liebe, vielleicht Kampf ist. Von der doppelten Gestalt des Menschen her ist klar, dass Gott nicht schweigsam, verschlossen, genügsam, unzugänglich, genügsam, also unlebendig natürlich ist, nein, Hingabe, Gespräch, Beziehung, menschliche geschlechtliche Gemeinschaft als Abglanz der göttlichen Gemeinschaft. Deswegen wurde die Ehe zum Sakrament nicht erklärt, das ist sie seit der Genesis eigentlich schon, aber es wurde das Wort draufgesetzt. Mag bitte die Anderskonfessionellen jetzt auch nicht irritieren. Es heißt einfach, dass in der Ehe, wenn sie in diesem Sinne ein Du für immer und Du ausschließlich und von dir ein Kind, das sind die drei Bedingungen, Du für immer, Du ausschließlich, von dir ein Kind, oder fünf, heißt einfach, dass hier etwas aufgegriffen wird, was am Anfang dieser Hingabe, also die Welt schuf, schon da ist. Gespräch, Beziehung, offene Flanke auch der Verletzbarkeit, die auch Gott hat. Damit haben wir der griechischen Trauer eine Antwort gegeben und damit möchte ich schließen. Statt Trauer die Seligkeit, zwei zu sein, so viel Last und Bürde und so viel Ungelöstes es hat. Aber die Seligkeit, zwei zu sein, dass sich da ein Flammenbogen entspinnt, ein wirklicher Symbolcharakter. Hildegard von Bingen nennt Mann und Frau ein einziges Werk, uno opus per alterum, ein Werk durch den anderen. Ohne dich schaffe ich das nicht. Ich bin kein Baumeister für mich. Ich bin kein Baumeister für mich. Ja, die Mädchen brauchen einen Baumeister. Ein Andreas Baumeister meinetwegen. Auch einer, der den kennt, der schon mal von dem gehört hat und womit er sich beschäftigt. Ein Andreas Baumeister. Jetzt können wir weitermachen. Das ist mir so scheißegal, ne? Es ist mir so egal, ob ich mich jetzt hier beliebt mache oder nicht. Ich bin hier nicht, um mich beliebt zu machen. Den Marco, den rette ich. Sondern einfach, um das zu sagen, was mich bewegt. Und momentan bewegt mich. Ja, was uns bewegt. Was uns in den Stillstand bewegt. Und in das immer wieder Kauende des Alten. Das ist eine Rückwärts, eine Kreisbewegung. Genau, eine Kreisbewegung. Und da gibt es aber dank dem Robby noch die andere Vorstellung der Spirale. Ja. Das ist auch eine Kreisbewegung, nur das ist keine zweidimensionale Kreisbewegung, sondern eine dreidimensionale. Da geht es nämlich dann noch nach oben oder meinetwegen auch nach unten. Ja, also schon Bewegung, aber nicht in 2D, nicht nur hier so flach, so, ja, so hallo, so, flach, Erde ist flach und so, weißt du, sondern in 3D, ja, die Bewegung. Drehe dich selbst, komm in den Spinnen, fang an zu spinnen, ja, mach den Spider-Man, ja, du bist doch der Spider-Man, Marco, ist in meiner Erinnerung ist Marco der Spider-Man, der hatte da eine geile Vogelspinne. Ja, der Schabenman. Ja, das ist der Marco. Das ist mein Marco in meiner Erinnerung. Und es ist mein Bruder. Marco, du bist mein Bruder. Ja. Ja. Mach den Spider-Man. Jo. 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 Du kannst ja gerne deinen MacTow machen, wisst ihr? Aber es gibt da gewisse Welten. Wie es die liebe Frau Falk gerade gesagt hat. Die bleiben dir dann immer verborgen. Und ich glaube, spätestens wenn alle um dich drumherum auf einmal
anfangen, so wie du damals, eine Frau zu vergöttern, ja? 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 Du, ich rede gerade, ich bin gerade du, weißt du, ja? Dann kommst du in Zuchtzwang. Das geht dann gar nicht anders, dann willst du das auch. Ja? So wie auf dem Schulhof, nee, Quatsch, im Kindergarten. Jeder wollte diese orangefarbene, ovale Plastikschüssel, damit sie da einen Sand reinsieben können. Das war nur eine, da gab es nur eine von, weißt du, die war oval. Das war nur, wahrscheinlich damals kleiner, aber das war eine Schüssel, ja, eine Wanne war das, eine Wanne, eine kleine Wanne, eine orangefarbene Wanne. Und ansonsten gab es immer noch diese blöden Eimer mit Henkel, wo sie reinsieben konnte. Jeder wollte diese Wanne. Ich hatte sie oft. Ich würde mich gerne nochmal dahin versetzen können. Ich träume schon seit Monaten davon. Immer wieder kommt dann so ein Blitz der Erinnerung. Die Blitze der Erinnerung, die nur um uns zu dem zu machen, was wir immer waren. Um uns von Neuem zu entfachen. Das war jetzt Tokotronic Abbey Mix, so ein bisschen. Blitze der Erinnerung, die nur um uns zu dem zu machen, was wir beide sind und so umfahren. Diese tiefen Strahlen. Tokotronic. Spielst du als Metalhead? Du kannst den auch wieder Bernd singen, nicht ab. Aber der Dirk, der hat voll schöne Sachen zu singen. TV und Kunst. Zu dem zu machen, was wir beide sind und so fahren. Schatten werfen keine Schatten. So heißt das Lied. Deine Worte waren mir lange im Gedächtnis. Manchmal war es lästig, wenn wir beide eng umschlungen, mit einem Starrsinn grenzender Beharrlichkeit, zeitgleich in die Mitte eines Zwischenreichs uns ziehen ließen, Blumen sprießen an den Rändern jenes Bades, der verschlossen und nicht gerade in die Tiefen dessen führte, was wir beide noch nicht kannten, aber instinktiv verstanden. Denn wir wissen ganz bestimmt, ja, dass wir beide Schatten sind. Ja. Und wir wissen ganz bestimmt, dass hier kein Tabak mehr geschwingt. Die Schmiede am Start ist. Lieber Marco. Ich muss nicht aufstehen. Komfort ist alles. Fangen wir mit einer Maske an. Wähle mal deine Persona. Ah, guckt mal hier. Hufleitig. Ja? Gutes Code. Ah, wunderbar. Passt. Jetzt sehe ich endlich mal, was hier alles drin ist. Da geht es. Guck hier hin. Die Studentenblume. Studere. Sich bemühen. Ich bemühe mich um eine bunte Knastermischung. Ich erinnere mich immer wieder gerne selbst an das, was ich gern hätte.
Also wir haben grün, wir haben orange und jetzt kommt noch die schöne Rose dazu. Ja, Rose. Roseblatt. Das ist aus irgendeinem Vorgarten. Stimmt. Roseblatt. Ja, das tut gut. Das wird richtig gut tun. Da freue ich mich drauf. Genau, dann machen wir den Mufleitig noch rein und noch ein Kein Beifuß. Wir brauchen auch keine Spinnensachen so drin. Ist da noch was Lebendiges dabei? Bist du ausgezogen? Lebst du noch? Mach ich dich gerade tot? Ne, da wohnt keiner mehr drin. Gut. Ganz wenig selber, nur ein bisschen so für den Geschmack. Dann nehmen wir noch ein bisschen Huflatte. Weißt du, du hast mal erzählt, du warst Raucher. Ja, ja. Das Blöde ist, wenn du nicht mehr rauchst, dann hältst du nicht so oft die Klappe. Weil wenn da was drin stecken ist, so, dann kannst du auch mal still sein. Einfach nur mal ziehen dran. So. Mal tief einatmen. So. Es geht gut ohne Tabak. Geht besser ohne Tabak. Das tief einatmen. Ja. Wir wollen nichts verteufeln. Ich möchte mich bitte davon distanzieren. Ja, 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 ja. Und Hugo ist gerne immer noch am Start, weil wir brauchen Hugo. Wir sind nämlich Müllfetischisten. Abfall durch Abfallsammler. Ist schon länger. Ja, das ist ja dann der logische Schritt. Ja, du weißt doch die Geschichte mit dem ohne Geld leben. Und wie das dazu gekommen ist, hatte ich dir das schon mal erzählt, hast du wahrscheinlich wieder nicht zugehört. Ja, ja, wie Schindersong und so. Da warst du schon mal in der Schule. Na? Irgendwann würde ich dich mal richtig interessieren. Was hier zu kreieren. Gemeinsam. Nicht einsam. Ich brauche nämlich die Hilfe von euch. Herren der Schöpfung. Die Herren. Die kleinen Buben, ja? Das sind die kleinen Buben. Und du weißt im Skat, was ist die höchste Karte? Das ist nicht der König oder das Ass, der Bube. Der ist nämlich drum. Immer. Ja, Skat spielen. Ich möchte, wenn ich Königin von Deutschland wäre, müsste jeder, der sich Deutscher schert, zu sein schert, ein Ständchen Skat auf der Reihe bekommen. Wenn Skat ist, ist es nämlich so, das erkläre ich dir auch gerne nochmal. Ja, ja, ja. Siehst, es funktioniert. Ah, mein Mund. Bäh, ganz eklig. Naja, Zitrone. Ah, vielleicht noch das fürs Auge. Guck mal, das Blaue ist. Das Blaue hat man nämlich schon nicht drin. Das Blaue ist hier, guck. Lavendel. Da darfst du auch nicht zu viel nehmen, weil es den schon krass. Ja. Der gute Knast da. Beim Knast, was ist denn das anderes? Und dann, da kommt ja noch hinzu, dass du hier auch noch arbeiten musst, aber das ist ja auch nicht schlimm. Da raucht sie es am besten Knaster. Knaster. Und das ist auch schön. Ja? Sehr schön. Schön gezackt, schön gezähmt. Hm? Aber auch sehr porös. Da brauchst du dann so einen Huflattich, ja? Der das dann alles wieder zusammenhält. Weil wenn du den Huflattich zwischen deinen Fingern verreibst, richtig schön, so richtig schön klein machen, dann bildet der so eine Art Geliermitte, so eine Wolle, so, die dann diesen ganzen kleinen porösen Kram wieder auffängt. Das kann der Huflattich. Und der Huflattich ist auch sehr gut für die Bronchien und die Lunge. Ja. Vielleicht besser so. Helft mir alle mit? Machen wir die Salonfähig, knast doch auch. Oder? Das ist ja dann was für die Entwöhnten. Die aber vielleicht. Ach komm, ey, ja, die Elfriede Prüning.
Sie ist 104 Jahre alt geworden. Und die hat jeden Tag drei Zigaretten geraucht, manchmal auch nicht. Schon spannend. Die fuhr mit 100 Jahren immer noch Auto. Hat ich auch einen kurzen Film gemacht, hochgeladen. Ja, ich warte einfach nur auf Resonanz. Schon gut so. Ich will keinen Hass auf mich ziehen. Und wenn ich die Wahrheit gesprochen habe und derjenige einfach nur still bleibt, dann ist das ja richtig. Ich mag ja nicht irgendwelchen Zorn hier hervorrufen. Mein Zorn und so. Der Zorn, der fetzt schon, oder? Der Stefan Luca, ich finde den total toll. Ja. Also den ersten Zorn, der war ja, das war ja dieser andere Typ, den mochte ich gar nicht. Aber der Luca. Ich weiß, Svenny in Heide Nord, das erste und mein ersten Song habe ich live geguckt, so wie Millionen von anderen Leuten. Ich war so in der Zornstimmung an dem Abend. Ich war so begeistert davon. Richtig, richtig begeistert von diesem Format. Mhm. Rauchverbot im Treppenhaus, das ist ein Scheiß, der lässt sich einfach mal nicht einschränken. Finde ich gut. Das ist auch so ein Nektar-Typ. Ja, arbeitet bei der Kripo. Skorpionengebiet. Ach ja. Hast du Polizei schon mal rückwärts erzählt oder gelesen? Ne? Das ist total spannend. Und das habe ich dann nochmal hier bei YouTube eingegeben und da kam nichts mehr raus. Hat noch nie jemand mal gemacht. Das einfache Lob abkassiert. Ja. Das easy Lob. Oder das Lob, es könnte auch der Loop sein. Ja, ein Loop. Auf uns, Marco. Scheinschaft, Freundschaft. Joint ist im Prinzip ein Glimmstängel, so nach Art Knaster, der geteilt wird. Und ich teile ihn im Geiste. Denn der hilft mir, mit dir in Resonanz zu treten. Der hilft uns beiden. Du siehst, der brennt ganz anders. Aber das mit der Bombe, nun ja. Das ist noch ein bisschen schwierig. Das ist dann Alternative, wenn man kein Papier mehr smoken möchte. Liebster Marco, Ma. Du bist wie OPC fürs Herz, Marco. Marco Ma ist ein Blutverdünner. Und OPC ist natürlich ein Ursprungs. OPC kommt ja von den Trauben, in Vino Veritas und so. Geht aber auch nur mit Traubensaft. Und ist auch ein Blutverdünner, natürlicher, ja, kein chemischer. Mit dem Natürlichen kann der Körper besser umgehen. Ja, das kennt der. Das ist Natur. Das sind irgendwelche Bausteine, die der aus der anderen Natur schon kennt. Ja, so aus seiner eigenen und sonst so her. Und nichts, was hier im Labor fabriziert wurde, wo es irgendwas abgeschnitten war und so ein Sondermüll, mit dem der nicht klarkommt. Sowas ist das dann nicht. So, Marco, mal. Das ist krass, wenn du dich schneidest und es läuft und hört nicht mehr auf. Was kannst du da tun? Da helfen nur Kräuter. Ja. Ich könnte dir dann auch zur Stelle kommen, weil ich habe nur negativ. Ich kann dir auf jeden Fall, könnte ich dir immer Blut geben. Und das würde ich machen als Schwester. Dafür würde ich mich stechen lassen. Ich habe das früher schon gemacht.
gut spenden, weißt du? Aber irgendwann bin ich da kritisch gegenüber gewesen und schon lange nicht mehr spenden gewesen und auch Ausweis verbrannt und sowas alles. Wollte ich das da nicht mehr. Ursprünglich war es ja ohne Geld. Das war wirklich, als ich noch mit meiner Mami in Holleben da Blutspenden war. Ohne Geld. Und dann hier in Kröwels Uniklinik, zweimal, dreimal spenden, 30 Euro oder so. Blusen essen. Dann im Auto hingefahren, oder? Müll. Aber das wird ja weiterverwendet und das ist ja dann ein Produkt des Menschen, ja. Und heutzutage wird ja selbst aus Scheiße Geld gemacht, womit du dann die alles bezahlen kannst. Oder? Kein normaler Mensch würde sich mit der Scheiße von anderen befassen, ja. Hunde machen das, die suhlen sich in der Scheiße von anderen. Chinesisch zweimal Hund. Tag und Monat. Ich bin jetzt wieder Single. Ja, das ist schon ein paar Monate. Oh. Momentan bewegt mich dieses Frauenthema nach wie vor, ja. Weil ich für mich viele Sachen gemerkt habe, dass es einfach mit Frauen ist. Es bringt einfach nichts. Ja, als Mann. Es bringt einfach nichts, als Mann hier, als mit den deutschen Frauen hier in Deutschland, es ist alles eine Katastrophe. Ja. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich könnte stundenlang hier Monologe halten und könnte euch erzählen, was ich alles erlebt habe. Mach doch. Das ist wirklich unglaublich. Wirklich unglaublich. Es ist so eine Katastrophe. Sowohl von der Sexualität als auch von der Empathie, von der Empfindungsfähigkeit, von der Liebensfähigkeit. Es ist alles eine Katastrophe. Was ich mit Frauen erlebt habe, ist eine Katastrophe. Vielleicht und ist das cool. Muss man einfach mal so sagen. Ja? Nicht mit allen Frauen und immer. Aber das Resümee, was am Ende dabei rauskommt, da geht es mir drum. Wie soll ich das? Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Es ist so ein Riesenpaket und ich mache mir jetzt auch nicht hier die Mühe und schreibe hier irgendwas auf oder so, ja. Dass ich jetzt hier irgendwie Zettel mache und. Wo fange ich denn jetzt an? Hättest du mal gemacht? Erstmal sortieren. Erst einmal sind wir als Männer für die Frauen, oder nee, ich muss anders sagen, sonst kommen sie wieder alle und keifen rum. Ich muss von mir aus reden, ich spreche von mir. Ja. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich für die Frauen letzten Endes immer nur Mittel zum Zweck war. Ja? Es war irgendwo ein Zweck da, ich musste irgendetwas erfüllen und dafür bin ich in dem Moment gut genug gewesen. Und immer dann, wenn das erfüllt war, was dieses Bedürfnis erfüllt war, gab Sex. Ja, dann wurden die Beziehungen von den Frauen beendet. Darf ich dir eigentlich mal sagen, dass ich total untersexualisiert in den Beziehungen war, die ich hatte? Ja? Wahrscheinlich bin ich deshalb, sehe ich deshalb so aus wie du. Du redest aus. So zum Teil habe ich das als Mädchen, habe ich das mitgemacht. Als Pseudo-Frau. Ja. Als Dienerin des Mannes. Da warst du eben die Dienerin. Die Dienerin des ehemals weiblichen Mannes. Was du als Feministin wahrscheinlich verschreist. Deshalb ja. Hol mal die wieder da runter, von da oben. Jetzt haben wir die wieder zurück. Die denken, die sind Frauen und wir sind doch im Prinzip alles nur kleine Kinder. Ja, bilden wir uns doch mal nicht ein, dass du ein Mann bist und ich eine Frau wäre. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Junge. Ja, sonst würde ich dich auch nicht Junge nennen. Mir sagen, kannst du sagen, wenn du mich, kannst du auch ein Mädchen, sag ich wie du Junge. Das ist schon richtig, was die Anna Barbara erzählt hat. Ich möchte das nur noch mal erwähnt haben. Ja, so habe ich das erlebt. Es ging um eine Bedürfnisbefriedigung der Frauen
ob es jetzt das Thema Kinderwunsch ist, ob es das Thema Geld ist, ja, oder ob es einfach nur das Thema ist, dass man jemanden hat, bei dem man sich andockt und dem man quasi der für einen da ist, so dieses Betüddeln, sich um einen kümmern und so weiter. Immer wenn dieses Bedürfnis, wenn diese Bedürfnisse erfüllt waren, oder es, sie, die Frauen auf jemanden, in meiner Vergangenheit auf jemanden gestoßen sind, die dieses Bedürfnis besser erfüllen konnten als ich, aus welchem Grund auch immer. Die zwei. Ja, mehr Geld, mehr Unabhängigkeit, mehr, was weiß ich, keine Ahnung. Also irgendwie, ich habe ja die Männer nachher, die danach mir gekommen sind, bei den Frauen nicht kennengelernt. Ich weiß ja immer nur, was ich rein investiert habe und was am Ende dabei rausgekommen ist. Und das du, ist Liebe jetzt ist Köln, nicht, für oder? Mich eine Katastrophe gewesen. Und ich bin für mich an dem Punkt, dass ich die Nase gestrichen voll habe. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Man ist hier in Deutschland letzten Endes nur als Mann dann interessant, wenn man liefert. Ja. Man muss immer liefern, abliefern. Ja, finanziell, emotional, immer, man muss immer funktionieren. So. In dem Moment, wenn du als Mann, wenn ich als Mann... Nathan der Weise. Lessing. Deutschland. Der Dichter und Denker. Kein Mensch muss müssen. Das ist alles freiwillig gemacht, Marco. Du tatest das wirklich alles aus freiem Willen. Dich hat niemand gezwungen. Wenn du ehrlich bist, kannst du das nicht leugnen, dass alles, was du getan hast, freiwillig geschehen ist. Oder? Nicht? Dann erklär mir das mal. Genau. Nicht mehr funktioniert habe. Ich will es wieder auf mich beziehen, ja? Immer dann, in dem Moment, wenn ich als Mann nicht mehr funktioniert habe, dann haben die Frauen sich nach einem Besseren umgeschaut. Und das ist nicht als Mann funktionieren, das ist mein Leben. Leben. Oder nach einem anderen umgeschaut. Und das Perfide daran ist, es ist ja denn nicht so gewesen, dass die Frauen gesagt haben, 10 Jahre Beziehung erzählst du mir, ja. Du bist ja schon mal längere Zeit Single gewesen, du bist aber echt nur auf dich alleine gestellt. Hast du mal Klingelische, die irgendwie für dich die Wäsche gewaschen hat, oder was? Erzähl mal. Interessiert mich, mach mir mal ein Video. Sei mal lieb als Bruder, antworte mal. Hör mal auf die Antwort. Du Waldschrat, du. Achso. Du Höhlenmensch. Du Schwanzweiser, du. Naja. Du Schwarz-Weißer, du. Ich kann doch anders. Die Beziehung läuft nicht mehr so, lass uns Schluss machen. Na? Größtenteils des Lebens Single. Wird Folgendes gemacht, er wird sich auf die Suche nach dem Nächsten gemacht. Ja. Und dann? Gestern, der Film. Väter und Töchter. Sagt am Ende die Tante von der kleinen Waisin, von der Katie. Na, Katie, scheiße, die ist auch noch so wie ich. Katie, dass Männer ohne Liebe leben können, aber Frauen nicht. Ja, Frauen können nicht ohne Liebe leben. Bitte, Marco, bevor du weitermachst, die Frauen zu verteufeln. Fang doch mal an, dich für sie zu interessieren. Ja? Fang doch mal an, das Schöne zu sehen. Hör doch mal auf mal mit diesem, das Schöne sehen. Sehen. Vor dem geistigen Auge. Wie? Lösungen. Wir brauchen Lösungen. Meine Lösung an dich ist, wenn du die Frauen scheiße findest, dann zeichne doch uns allen ein Bild von deiner Traumfrau. Wie stellst du dir die Frau vor? Das ist das Einfachste. Das ist lösungsorientiertes Denken, würde Bernd jetzt sagen. Oder?
die Antwort. Und dann mach aber kein Mondritual, kein Venusritual, sondern sei einfach nur überzeugt davon, dass die Abby eine gute Zuflucht ist, bis ich meine Traumfrau, meinem Traummädchen, das heißt ja nicht nur meine Frau, sondern im Prinzip sagen ja auch viele mein Mädchen, ja, das ist schon wichtig. Andere sagen meine Lady, finde ich ein bisschen blöd, aber vielleicht ist sie ja eine. Ja, das ist wichtig, lieber Marco, weil sonst hat der Wolfgang Bremen am Ende vielleicht doch noch Stress an der Backe. Oder? Bitte, hier, das ist meine Adresse. Ich bin für die Partnervermittlung zuständig. Das ist ja auch auf meinem Mist hier oben gewachsen. Ja? Weil ich das ja selbst schon weiß. Mit der Partnervermittlung. Da geht gleich die Sonne noch heller an. Ja? Irgendwo da draußen, da schwirrt deine bessere Hälfte rum. Ohne Scheiß. Deine besessenere Hälfte vielleicht. Und ihr wartet drauf. Impulse, richtige Impulse zu bekommen. Ja? Ich sag noch Rumo und die Wunder im Dunkeln. Ich muss wieder auf mich kommen, muss gucken, dass ich das nicht verallgemeiner. Dann wurde ich erst dann gegen den Nächsten ausgewechselt, wenn der Nächste schon in den Startlöchern stand. Das heißt, die Frauen, die, mit denen ich zu tun hatte, waren letzten Endes nie daran interessiert, ehrlich und offen, meiner Meinung nach, mit mir umzugehen. Ja? Sondern es ging dann immer darum, dass man dann einfach ausgetauscht wird. Ja? Ich habe das bei meiner ersten Freundin ganz krass erlebt. Wir waren 10 Jahre zusammen. Und ich habe viel gearbeitet. Und sie hat auch gearbeitet. Wir waren beide berufstätig. Und wie war das denn? Ja, der hat mich einfach im Internet hat sie dann halt jemand anders kennengelernt. Als ihre Wünsche, sie hatte sich das vorgestellt, dass ich gewisse Sachen so mache, wie sie das will. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Und dann wurde ich ausgewechselt. Aber das Heftige war da, dass sie also quasi in einer Nacht- und Nebelaktion, nicht nur, dass sie... Also es muss schon länger gegangen sein, ja. Ich habe das nicht gemerkt, ich war so in meinem Film, ganzen Tag am Arbeiten und so weiter. Und sie hat da jemand anders kennengelernt und so hat die Zeit, wo ich am Arbeiten war, genutzt, sich mit denen zu treffen und mit denen da was zu unternehmen, was zu machen und zu tun. Und ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Das war also meine große Liebe. Ich war mit ihr 10 Jahre zusammen. Ja. Damals die erste Freundin, meine erste Freundin. Ich war auch ihr erster Freund, ja. Und ich habe sie so auf ein Podest gehoben. Die tollen Frauen. Und was ist? Am Ende, sie ist dann mit dem Typen durchgebrannt. In einer Nacht- und Nebelaktion. Ich bin morgens zur Arbeit, als ich wieder kam, war die komplette Wohnung ausgeräumt. Ich habe auf dem Boden geschlafen. Alles war weg, alles. Alle Tische, alles. Die Küche ausgebaut. Ich meine, ein Großteil davon, das war schon ihr. Aber ich wollte nur sagen, ich bin wirklich, also auch die Fotos, auch meine Sachen von mir waren dann auch weg. Mal sehen. Du weißt wenigstens, dass sie das nicht alles verbrannt hat. Weißt du das? So ist das alles zu verlieren. Sei doch froh drüber. Ja? Da hast du dich da wahrscheinlich einfach, hast es dir zu gut gehen lassen dort bei ihr. Sie war schuld, wenn die das alles mit sich rumschleppt. Das ist wirklich. Ich würde die gerne mal kennenlernen. Ohne Scheiß. Ich würde die gerne mal kennenlernen. Müsste ja das auch so alt sein wie du, oder? Zehn Jahre. Wie würde ich aussehen, hätte ich eine 10-jährige Beziehung hinter mir?
Hilfe. Die Zeit ist so kurz. Bemessen. Total bescheuert, deshalb nehmen wir endlich in Endzeit. Endzeit. Ja, ja. YouTube macht's vor. Endzeit. Ich mach einfach Pause. Aber das war wie dir. Der rechte Finger. Moment. Oder? Sowieso. Von der Tastatur. Können immer zwei parallel arbeiten. Das ist total gut. Ja. Teamwork. Beste, optimalste Nutzung der Ressourcen. Echt Schatz. Ich bin leider zu einem Bürohengstin geworden. Ja, ich habe einen Bürojob oder einfach nicht. Ich sitze hinter vor diesem Ding hier. Andere machen Winterschlaf. Na gut. Wir bleiben in der Kopfhochstimmung. Was? Spielt da eigentlich im Moment eigentlich auch alles gar keine Rolle mehr, ob da jetzt die Fotos da waren oder nicht, die ganze Wohnung war leer. Also, ja. Die Sachen auf dem, aus dem Kühlschrank, die lagen in der Badewanne abgetaut, ja. Ganz plötzlich von heute auf morgen. Einfach abgehauen, einfach aus dem Leben. Nie mehr was von gehört, ja? Lieber mir. Und so zieht sich diese Spirale eigentlich durch meine kompletten Erfahrungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesem Video oder vielleicht in den nächsten Audios nochmal von Frauen spreche, dann spreche ich hier von meinen Erfahrungen. So. Und diese Erfahrungen decken sich mit den Erfahrungen der anderen Männer. Nämlich, dass die Frauenwelt, dass die deutschen Frauen eine miserable Katastrophe sind. Und so habe ich das erlebt, ja? Eine miserable Katastrophe. Die deutschen Frauen. Da zählst du deine Mami ja wohl auch dazu. Oder ist die keine deutsche Frau? Bist du demnach nicht der Sohn einer deutschen Frau, also ein Halbausländer? Ein Schreckgespenst für jeden Mann. Ein unkalkulierbares Risiko für gesund. Ja, möchtest du meine Frage beantworten? Teilt. Und. Ja, beantworte bitte meine Frage. Ist deine Mami keine deutsche Frau? Finanziell, also ein finanzielles, unkalkulierbares Risiko. Ja, ist doch gut, du. Frauen sind nun mal nicht mit Geld zu kaufen. Nein. Na, vielleicht die Frauen, der Betrug, ja. Aber deshalb heißt es ja Frau, die Frau Dare, weißt du noch? Frau Dare von nebenan. Ja, die betrügen. Und das kleine Mädchen, ja, wie willst du die mit Geld kaufen? Das geht doch nicht. Da sind wir wieder beim Thema Geld. Geld und alles kaufen können bei den Wessis. In Südafrika musst du in der Mine arbeiten, da brauchst du nie gesehen, wärst gleich zum Neger, zur Negerin, ja, in Südafrika. Da gehst du in die Mine, kennst du schon den Mann von Ubuntu, den Michael Tellinger, der tellt dir was, das ist ein Erzählingenieur, ja, der Tellinger, der Michael Tellinger, ja, ja. Der arbeitet da in der Mine, die alle arbeiteten da in der Mine und keiner brauchte Geld, gab alles frei. An der Südafrika und so, ja, ja. Die Antwort kommt auch aus Südafrika. Die Band. Ja, das ist wirklich absolut unkalkulierbar. Das ist wie Spielen mit Nitroglycerin oder so. Und mit meiner Erfahrung, jeder Mann, der dieses Spiel Nitroglycerin und sich den Frauen unterwirft. Ja, nicht den Frauen, den Mädchen, den freien Mädchen. Funktioniert. Wenn es sein der wird. Kriegt dann der kriegt das, was er sich nach seiner Beziehung wünscht. Aber auch nur so lange, wie er diese Bedürfnisse erfüllt, dass er das Geld anschafft, zum Beispiel. Ja? Oder wenn das deine Vorstellung von einer Beziehung ist, dann läuft die so ab. Diese Bedürfnisbefriedigung und alles du kreierst das. Nichts anderes. Das ist ganz rational. Das ist sie. Der Bauer mit der Milchkuh, ja, der hat die Kühe in seinem Stall und der hat die Kühe ja nicht, weil er die Kühe toll findet oder so. Ja, weil er jetzt oft, weil er jetzt so die Kühe liebt oder sowas. Nein, hat er nicht. Sondern er hat die nur, weil der Bauer ein
einen Acker hat, den er mit ganz viel Arbeit bedüngen muss, wo er Geld für braucht, dass die Milch ihm gibt, weil er braucht Benzin für seinen Trecker. Er hat noch nie den Sepp Holzer irgendwie mal im Internet belauscht, der immer nur sagte, beobachten, beobachten, von der Natur lernen und beobachten, ja? Ja, nee, macht er nicht? Nee, natürlich nicht. Natürlich macht er das nicht. Der macht das, weil du morgens in deinem Kaffee Milch trinkst oder weil du einen Joghurt isst oder weil du die Butter magst oder weil du auf Milchprodukte nicht verzichtest oder bist du laktoseintolerant. Das würde mich einmal interessieren. Ja, wie stehst denn du zu dem Thema Fleisch und Fleischessen? Bist du ein Schweinefleischesser? Bist du ein Nicht-Moslem? Ja, offensichtlich. Bist du ein Fischfresser? Bist du ein Tiertöter? Lasse töten, lasse und dann dafür Geld bezahlen und dann dieses Leid in Form von Fleisch in sich aufzunehmen, um dieses Leid und dann wieder über YouTube auf andere Leute hin auszugießen, in der Auskürzerei durch deinen Mund, wenn das dann wieder hinauskommt. Oder ist da kein Zusammenhang mehr? Also die Kuh ist das Mittel zum Zweck. Ja, die Kuh, die gibt die Milch, die gibt das Fleisch, die gibt das... Ja, die Kuh, die hätte normalerweise ein Kalb, das sie mit der Milch versorgt, weißt du? Und dann so eine Kuh, wenn die dann von ihrem liebsten Bullen begattet worden ist und 9 Monate später das Kalb oder 2 vielleicht kommen, dann hat die Kuh genug Milch für 2 Kälber. Oder vielleicht sogar noch für einen armen Kalb oder wie auch immer. Ja, aus dem Grund gibt die Milch die Kuh, die Kuh die Milch. Ja, für das Kalb, damit das Kalb wachsen kann. Das Kalb. Ja, das Kalb. So für die Vermehrung, für den Bevölkerungserhalt, dass die Kuhbevölkerung, ja, dass die dann auch weiter existieren kann und nicht aussterben muss. So ganz pragmatisch, so, weil die Kuh, ja, die ist ja so genial gebaut, das können wir von allen weiblichen Säugetieren behaupten, ja. Selbst die Menschen haben alle noch diese Brustwarzen, zumindest ist das doch bei dem Hund, ist das das auch so bei der Katze. Ein kleiner Kater hat auch 17, ja, so kleine Nippchen da, ja. Das gibt es auch beim Menschen und dann kann der Körper dann das für das Kind dann die Milch produzieren. Weißt du? Das ist total toll. Ja. Ja, ja. Dafür ist die Milch da. Da. Jeder, ja. Ne, die gibt die. Ne? Dafür ist die Kuh da. Nichts anderes. Und solange die Kuh funktioniert, behält der Bauer die Kuh. Wenn die Kuh nicht mehr funktioniert, dann wird die Kuh schlacht. Was baute dieser Bauer eigentlich, dieser Milchbauer? Baute der Milch an? Der baute Milch an. Ah, Milchbauer baute Milch. Und der baute Milch. Und wer der lässt aber die Milch eigentlich bauen? In die Kuh oder der Bauer? Das ist ja eigentlich kein Bauer, sondern ein Abzapfer. Ein Zapfer. Der zapft ab. Ja. So einfach ist das. Ja, ist doch ganz klar. Und genauso habe ich es erlebt, als Mann für die Frau wäre. Als Mann bin ich die Kuh gewesen, die man dann, wenn sie nicht mehr funktionieren würde, sie an diesem Aal. Also, sagst jetzt selber. Das ist eigentlich, mit den langen Haaren so ein Mädchen sein wolltest, eine Frau warst, oder wie? Hm? Das zu schmelken lassen. Hm. Mich würde mal interessieren, aus welchem Grund du überhaupt in dieser Beziehung warst. Was hat denn dieses Mädchen für dich für eine Bedeutung gehabt? Diese Dame, war die vielleicht für dich einfach nur wunderschön? Oder konnte die ganz besudeln gut deine Schnittelwutz lecken? Oder konntet ihr gar nicht warten, bis ihr verheiratet wart? Ich würde das wäre so schön, wenn du mal vielleicht ein paar schöne Bilder aus deiner Erinnerung für uns alle offenbaren könntest. Nicht immer nur das erzählen, was weg war und was scheiße war. Aber glaubst du mir das, mein Lieber?
glaubst du? Wie glaubst du mir das, meine Bemerkung, mein Bruder? Mein Bruder, ja. Ich hatte den ja auch schon mal sowas wie du, ja. Und ich hatte bei der ganzen Geschichte Miet verbrennen können, weißt du? Und damals, als dann das Feuer in meiner Wohnung ausbrach, ja, meine Katzen konnten sich noch durch das offene, weil immer offenes Fenster rausretten. Die Freigängerkatzen, ja, schwamm diese Nacht nicht dort. Ich sah noch den Running Man mit Arnold Schwarzenegger als letzten Film damals. Und wenn du auf mein Last FM Profil Büro gehst, dann kannst du sogar sehen, welches Lied als letztes dort übertragen wurde. Ja, das könntest du machen. Ja. Ich schlag nämlich in den Namen eines Mannes, eines Stieres, wo wir schon von den Kühen sprechen. Ja, ein Stier beherbergte mich in der Nacht, in der ich hätte in Flammen aufgehen können. So bin ich am Leben geblieben, damit ich dir heute hier dieses Video senden kann. Heute, als mir meine Mama am Telefon mitteilte, dass mein Papa gestern Abend gestorben ist. Ja. Aus dem Grund. Nur aus dem Grund. Weil im Internet ist schon Krieg. Liebe Marco, es gibt sehr sensible Menschen. Vor allem die Mädchen. Die jungen Mädchen. Und dank der Alina Mekau, ja, die eine frisch gebackene Mama wurde letztes Jahr. Die junge Dame vom Frühstücksfernsehen, die mir ihre Geburt schilderte, als ich dann für sie weinte. Vor dem Monitor saß ich und hörte ihr zu, wie sie erzählte, was alles war bei der Geburt ihres Kindes. Und ich saß da und ich musste so sehr weinen. Ich fühlte den Schmerz für sie, ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. 12, 13 dreht. Lieber Marco, machst du einen neuen Kanal in Farbe? Weil wir in DDR hatten Farbe. Machst du bitte einen Farbkanal, wenigstens eine Farbe, weil das ist ja keine Farbe. Schwarz-Weiß ist ja nur hier Licht und der Schatten. Machst du vielleicht ein bisschen Farbe in dein Leben bringen? Das wäre schön. Über Farbtupfer. Etwas Schönes, vielleicht eine Blume. Wenn du magst, mag ich dir eine Blume. Eine Blume für den Marco. Lieber Marco, ich würde gern irgendwann eine deutsche Frau sein. Ja, aber das, was du da als deutsche Frau, vielleicht will ich das sein. Vielleicht aber auch nicht, ich möchte das gar nicht sagen. Weil ich weiß ja jetzt nicht so richtig, wie es jetzt hier weitergeht. Ja. Auf jeden Fall möchte ich so viele wie möglich von euch mit diesem Gedanken infizieren. Und dass für jede und jeden, auch für dich, mein lieber Marco, da draußen eine... eine Marke rumrennt. You know? Let's do it like Bob Ross. Ja. Ich weiß wieder, wo ich war. Krieg. Hier, Krieg im Internet. Krieg im Internet findet schon statt. Na, also so mit, das ist, es gibt sensible Menschen, genau, die Frauen und die Alina. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und die Alina, wenn die Alina jetzt als junge Mami mit fünf Monate altes Baby, kleine Tochter, ja, wenn die dann irgendwelche Gruselbilder im Fernsehen sieht, da kann die gar nicht hingucken, das kann die überhaupt nicht sehen. Sehr viel empfindlicher. Gerade die Kind geboren, die nämlich schon mal zwei waren und dann wieder eins wurden. Ja. Denn, lieber Marco, auch du bist dank deiner Mama, deiner lieben Mutter,
Ja, bist du zu dieser Erde hier gekommen? Sie schenkte dir das Leben. Sie, ihr Körper, sie gab. Du warst Teil in ihrem Körper. Du warst 9 Monate lang deine Mutter. Musst du verstehen? Du lebtest das Leben 9 Monate deiner Mutter. Du hörtest alles, du spürtest alles, du aßt alles von ihr. Du warst eins mit deiner Mutter. 9 Monate. Ja. Und das macht dich auch zu was anderes, zu was ganz Sensiblen. Sensibelen. Du als jetzt mein mit Bart, wenn du auch im Gesicht diese Antennen dir wachsen lassen kannst, als Mann, als Mensch im männlichen Körper, kannst du dir aber eine gewisse Zeit da so die Antennen um den Mund und unter der Nase und bis hin zu die Ohren wachsen lassen. Antennen können auch fangen, die schwingen. Das Mädchen hat normalerweise nicht so sehr diese vielen Antennen, ja. Es gibt auch Ausnahmen. Ich kenne Mädchen, Frauen, die haben wesentlich mehr. Eine durfte ich kennenlernen, da war die Welt noch in Ordnung als vorher, ja, für mich letztes Jahr. Dank dem König, der kannte die auch schon. Die hat noch mehr Haare als ich am Körper, als Frau, als Mutter. Erstaunlich. Und sie hat eine Vollbart wie du, würde sie stehen lassen. Ja, es ist wie bei der, wie in dem Zirkus, weißt du? Deshalb mag ich doch mein Traum von dem Zirkus zu gehen, wo die Menschen und die Tiere und die Bäume und die Pflanzen unter freiem Himmel zusammen tanzen. Ja? Das ist meine positive Vision von einer Zukunft, in der ich gerne leben möchte. Mit meiner Familie. Auch du bist in meiner Familie. Alle auf diese Welt. Diese Welt ist meine Heimat. Das ist mein Heimatplanet. Ja, und ist auch deine. Ja? Da können wir alle nicht sagen, dass die Unfug redet, oder? Das ist so gut. Gut, was sie da spricht. Sie ist ein bisschen gebrechlich. Sie kann nicht mehr, gibt nicht mehr genug Milch. Oder ist sonst irgendwie ein bisschen unbequem, ja? Dass sie nicht so in der Reihe steht wie die anderen Kühe. Dann wird die Kuh geschlachtet. Und so habe ich das erlebt mit den Frauen, eine Riesenkatastrophe. Und ich halte es für möglich, dass da noch einige Videos hinterherkommen. Ja? Und ich bin jetzt ganz bewusst bei mir geblieben, damit mir nicht gleich die ganzen Leute vorwerfen, du bashst gegen die Frauen und so weiter und so fort. Ich weiß von einigen von meinen Zuschauern, die haben die gleiche Scheiße selber erlebt. Und die haben teilweise auch Kanäle und die berichten darüber. Und es ist eine Katastrophe. Ja, die deutschen Frauen sind eine Katastrophe. So, mehr kann ich jetzt, will ich jetzt in diesem Video auch nicht sagen. Ich wollte einfach nur mal so einen kleinen Rundumschlag machen und von mir berichten, wie ich das erlebt habe. Aus meiner Seite, aus meiner Wahrnehmung. Ja? In diesem Sinne, ich wünsche euch was, macht's gut. Ich mach's besser als du.